So, hallo, in diesem Video zu quadratischen Zusammenhängen erzähle ich euch etwas über die allgemeine Form der quadratischen Funktion. Jede quadratische Funktion kann man eben in dieser allgemeinen Form aufschreiben. Das habe ich hier gemacht. F von x ist gleich ax² plus bx plus c. Jede quadratische Funktion hat diese Grundform, wobei man dann im konkreten Fall für a, b und c irgendwelche Zahlen einsetzt. Die einzige Einschränkung, die dabei gilt, ist, dass für a nicht 0 eingesetzt werden darf. Naja, kann man sich ganz schnell klar machen, wenn ich für a doch mal 0 einsetze, was passiert? Dann wird ax² 0 und dann bleibt einfach nur bx plus c übrig. Ich verdecke das nochmal hier mit dem Cursor. Bx plus c, das ist eine Geradengleichung und keine also eine lineare Funktion und keine quadratische. Das ist die einzige Ausnahme. Sonst kann ich für a, b und c alle Zahlen einsetzen. Also selbst für b und c darf ich 0 einsetzen. Dann fallen halt diese beiden Glieder weg, aber ax² bleibt ja dann über. Und damit haben wir auch immer noch eine quadratische Funktion. So, ich habe jetzt hier in diesem Programm unter GeoGebra eine quadratische Funktion eingegeben, die sich, naja, für die das Programm automatisch für a, b und c die Zahlen einsetzt, die hier durch diese Schieberegler gekennzeichnet werden, und zeichnet die Funktion dann. Das Schöne ist, dass das alles dynamisch dargestellt wird. Das heißt, wenn ich also die Funktionsgleichung hier über die Schieberegler verändere, verändert sich auch sofort der Graph. Also hier sehen wir den Graphen der Normalparabel. Für a wird 1 eingesetzt, also x² plus ja, 0x plus 0, also einfach nur x². Das hier ist der Graph der Normalparabel x². So, und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn ich eben das a verändere. B und c bleiben 0 und jetzt verändert sich a. Und zwar mache ich a größer. So, da habe ich es endlich. Und ihr seht, was passiert. Und jetzt kann ich auch nochmal zeigen, jetzt mache ich A wieder kleiner. Schauen, dass ich bis zu 1 komme. So, passend anhalte, zack. Und jetzt mache ich A kleiner. Mhm. Jetzt ist A 0. Der Fall, über den ich ja vorhin gesagt habe, das darf nicht passieren. Und ihr seht hier diesen roten, ja, diese rote Gerade über die x-Achse gelegt, das ist keine Parabel mehr, das ist eine Gerade. Und der Fall ist verboten. Das weiß das Programm noch nicht. So. Und jetzt, ups, jetzt wähle ich mal Werte, die kleiner sind als 0. Ja, und ihr habt schon gesehen, was passiert. Ich kommentiere das gar nicht, ich sag gar nicht, was da passiert, das seht ihr selber und solltet es euch auch selbst merken. Jetzt habe ich bis minus 5 kann ich A wählen, so ist der Schieberegler eingestellt. Und jetzt mache ich mal wieder größer. Achtet mal genau. So, denke, konnte man gut sehen. Ich fahre nochmal hin und her. Da ist das Dynamische an diesem Programm, wenn ich A verändere. So, jetzt versuche ich mal wieder 1 zu treffen. So, als nächstes nehme ich mir die Variable c vor. Die verändere ich jetzt. Jetzt haben wir hier wieder die Normalparabel, Funktion x². Und jetzt verändere ich c. So. Na, zack. Hier haben wir noch die Normalparabel, c ist 0. Jetzt vergrößere ich c. Dann bin ich beim Maximalwert 5. Schiebe ich es auch mal ins Negative rein. Zack, jetzt kann man auch gar nichts mehr sehen. So, ihr seht, was sich durch das Verändern von c oder wie sich durch das Verändern von c der Verlauf des Graphen verändert. So. Und zum Abschluss verändere ich b und ihr werdet, denke ich, gleich sehen, dass die Veränderung von b nicht ganz so eindeutig oder nicht ganz so einfach nachzuvollziehen ist, deswegen habe ich sie mir bis zum Schluss aufbewahrt.
Ich bin mal gespannt. So, ups. So. Jetzt verschiebe ich, jetzt vergrößere ich B. Wir sind noch bei 3. B gleich 2. B gleich 1. Kommen wir ins Negative. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ne, sieht man schon nicht mehr richtig, ne? So, jetzt lasse ich den nochmal etwas hin und her fahren. Na, ihr seht, die Veränderung von B führt zu einer, wie gesagt, nicht so einfach nachvollziehbaren Veränderung des Graphen. So. Da haben wir die Normalparabel. Und ja, so könnt ihr vielleicht nochmal euch selber bewusst machen, wenn ihr das Video rekapituliert, welche Bedeutung die drei Zahlen A, B und C für den Verlauf der Parabel haben. Und vielleicht setzt ihr euch mal hin, nehmt euch selbst GeoGebra vor und versucht, so etwas selbst zu programmieren. Gut. Okay, das war's für dieses Video.